Seit dem Wochenende gilt wieder die Sommerzeit und den Morgenmuffeln unter uns fiel es entsprechend schwer, heute aus den Federn zu kommen. Damit das Aufstehen leichter fällt, haben sich einige Hersteller durchaus rabiate Methoden einfallen lassen. Wecker, die mit Elektroschocks nachhelfen oder lautstark durchs Zimmer flüchten. Stefan und Steffi wollen sich von der Sommerzeit nicht unterkriegen lassen und testen für uns die neuen Wachmacher. Die Action Clock gibt erst Ruhe, wenn man sie mit Schmackes gegen die Wand wirft. Clocky rast mit lautem R2-D2-Sound durchs Zimmer. Wenn man ihn eingefangen hat, ist man wach. Gefahr? Clocky verkriecht sich gern auch mal unterm Schrank und bimmelt dort ungehindert weiter. Nach dem gleichen Prinzip sorgt dieser fliegende Wecker für schnelles Wachwerden. Experten halten die Methode für durchaus sinnvoll. Das kann dem Einzelnen schon helfen, dass er so den inneren Schweinehund überwindet, aufsteht und den Wecker ausmacht, einfach weil das Geräusch ihn nervt. Nur sollte man vermeiden, dass der Wecker einen zu großen Schock auslöst. So wie die Sonic Bomb. Sie bleibt zwar an Ort und Stelle, verursacht aber mit einem kleinen Verlängerungsteil ein Erdbeben unterm Kopfkissen. Fies wird's auch mit der Shocking Alarm Clock. Sie lädt sich beim Piepen elektrisch auf. Je länger Stefan damit wartet, sie auszustellen, desto heftiger gibt's einen gewischt. Steffi setzt stattdessen auf sanfte Methoden. Lumi simuliert den Sonnenaufgang. Innerhalb von 30 Minuten wird es hell im Zimmer. Echte Schlafmützen werden davon allerdings nicht wach. Der Favorit unserer Testschläfer ist ein anderer. Also am besten fand ich hier einen kleinen Clocky, weil der mich aus dem Bett gescheucht hat. Da musste ich hinterher, da war ich wach. Negativ fand ich die Elektroschock-Geschichte, weil das war mir einfach für morgens so früh ein bisschen zu hart. Fazit: Mit dem richtigen Wecker kommt jeder aus den Federn. Am schönsten ist es aber immer noch, wenn man gar keinen braucht.